doch die Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen aber diesen Druck hervorrufen denn jetzt? Also für mich ist es eine Durchformatierung der Gesellschaft. Das haben Sie ja in allen möglichen Bereichen. Ja. Und das ist eben die Frage, inwieweit ist der Druck jetzt politisch gewollt, durchgesetzt durch wirtschaftliche Interessen? Ja, ist es vielleicht, ja, also ich will mal einfach Herrn Brodersen fragen, auch als meinen Gewerkschaftskollegen, was würden Sie sagen, welche Rolle spielt bei diesem Druck, der jetzt ja mehrfach errichtet worden ist, wirtschaftliche Interessen aus Ihrer Perspektive, auch als Betriebsrat? Na, dann fragen Sie den Kollegen doch mal, wie er seine Uni hier finanzieren will. Ja, ich meine, zukünftig. Das ist es ja eben. Ja. Also ist natürlich, es geht überall immer mehr der Hang dazu, sich Sponsoren zu holen. Und das tut ja auch nicht weh, wenn dann Sony-Aufkleber auf dem Flachbildschirm geht. Lass Sie das doch bezahlen, wenn da eine kleine Werbung drauf ist, auch in Ordnung. Aber die Frage ist eben, wie viel Einfluss nimmt eben plötzlich die Industrie auch auf die Forschung und auf die Lehre. Also wie wird denn hier das, in Anführungsstrichen, Jungvolk ausgerichtet? Denn man glaubt ja erstmal das, was die Lehrenden hier vorne erzählen. Man hinterfragt das ja erst ein wenig später. Und dann, wenn ich mir, auch die Studie ist gerade rausgekommen, ich glaube, dass von den deutschen Unis mittlerweile 30% von der Industrie unterstützt werden, bis zu einem Grade von 60% ihres Budgets. Wenn wir mir dann noch was von Freiheit und Freiheit der Lehre erzählen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also das bedeutet auch, dass dort der Druck aufgebaut wird von Seiten der Industrie, hierhin sich auszurichten, also auch dorthin zu forschen und auch zu lehren, was ich für sehr grenzgängig halte, weil mir geht es ähnlich. Ich habe neben Wirtschafts- und Arbeitsrecht noch BWL und VWL studieren müssen und Soziologie. Also das Interdisziplinäre ist eben das, worum ich jetzt in dem Gespräch mit meinen Kollegen bei Airbus, die vor Juristen auf der Personalabteilungsseite, fürchterlich beneiden, wenn ich denen was von den Grundzügen der BWL und warum ein Mensch so arbeiten muss, wie er arbeitet, denen erzählt, weil das haben die nie begriffen. Die haben eben nur stumpf Tunneldenken erleben müssen, auch in der Lehre. Und der Einfluss, den sehe ich erstmal als dankenswert, wenn es mir darum geht, hier so einen Beamer zu stellen, kostengünstig, irgend so etwas. Aber wenn Sie doch Einfluss auch auf die Lehre nehmen und insbesondere auf die Forschung, dann sehe ich das sehr grenzgängig. Ja, ja, sehe ich genauso. Das ist aber eine Frage natürlich, was die Gesellschaft für Bildung ausgibt. Ja, das klar, ist die Frage. Genau. Also Bildung muss einem was wert sein. Und zwar der Gesellschaft muss es was wert sein. Jetzt versuchen Sie mal irgendwie als Partei mit Bildungspolitik Wähler zu gewinnen. Das tut man natürlich nicht. Oder das könnte man vielleicht schon, aber es ist, ja, findet wenig Resonanz. Deswegen sind die, wie sieht man ja gerade aktuell wieder, die Parteien stark, die eben stark auf Funktionalisierung der Gesellschaft setzen. Das ist das angesagte Thema. Also so pseudorational alles irgendwie durchdeklinieren. So machen wir das. Das machen wir auch mit den Hochschulen. Das machen wir überall. Also dass man Theater oder Opern oder sowas unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten anguckt, ist ja absurd. Die sollen Kultur zeigen, also Krankensystem, Bildungssystem. Stellt doch niemand in Frage, komisch. Ja. Da stellt es niemand in Frage. Ja, aber da ist es ja auch so. Also auch die kriegen ja ihre Kennzahlen und müssen ebenfalls ihre Kriterien dafür und sonst kriegen sie das Geld nicht und so. Und das ist mit Hochschulen auch so. Die haben einen Bildungsauftrag in erster Linie und das muss der Gesellschaft was wert sein. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, Herr Knutzen, da auf politischer Ebene oder welche Ebenen müssten da jetzt auch sensibilisiert werden und aktiv werden? Haben Sie gute Erfahrungen gemacht mit Wissenschaftssenatoren oder mit... Die haben das ja vorher. Ich habe auch keine schlechten Erfahrungen mit denen gemacht. Die sind natürlich, also wenn man das jetzt mal mit Luhmann sagt, jeder ist ja irgendwie Teil in seinem System und ist in diesem System auch gefangen und kann da auch schlecht raus. Politiker sind natürlich im politischen System gefangen und die Größe, die für die relevant ist, ist, wiedergewählt zu werden. Die können das 100-mal einsehen, wenn ich sage, wir brauchen mehr Geld, Bildung muss euch wichtig sein, sagen die, ist uns auch wichtig, trotzdem wollen wir wiedergewählt werden und deswegen müssen wir irgendwie die Themen bedienen, die auf der politischen Agenda oben stehen. So ist das, das sind jetzt keine bösen Menschen, das kann man ja gut verstehen. Das ist deren Aufgabe, meine Aufgabe ist es aber, für bessere Bildungsbedingungen zu kämpfen. Naja, aber wir sind ja nun auch alle Handelnde, auch wenn wir in bestimmten Systemen sind, haben wir auch vielleicht ja mal Freiräume. Arne, Airbus Wissensmanagement, was macht ihr für Erfahrungen mit Menschen
von der TU, die zu euch kommen? Müsst ihr die erstmal richtig ausbilden? Also wir gehen natürlich davon aus, dass sie nicht sofort hundertprozentig einsetzbar sind, weil sie müssen ja auch erstmal Airbus kennenlernen, wie tickt Airbus, die Sprache Airbus, die ganzen Abkürzungen und so weiter, die ganzen Prozesse, die wir leben. Das kann man natürlich nicht wissen, wenn man von außen kommt. Man geht natürlich schon aus, dass man so ungefähr weiß, so ein bisschen das Handwerkzeug, das man mitbekommen hat, dass man das anwenden kann. Aber sonst haben wir natürlich auch ein Kompetenzmanagement, das Soll-Profil, das Ist-Profil. Also wir gehen auch sowieso davon aus, dass es da noch Lücken gibt, die man schließen kann und die wir auch schließen wollen. Und bei uns sehen die Schulungen dann halt so aus, dass das 8 bis 16 Personen sind und wirklich Theorie und auch Praxis. Also ich hatte jetzt letztens auch zwei Schulungen und das war immer ein sehr guter Mix. Halbe Stunde Theorie, dann mal wieder einen praktischen Teil, Pause, wieder Theorie, Praxis. Also es war sehr angenehm, wurde überhaupt nicht langweilig. Man hat es sehr gerne sich angeschaut und hat auch viel mitgenommen. Wie ist denn der Kontakt zur TU zwischen diesen, und also jetzt mal als Beispiel Airbus, weil Airbus sitzt jetzt aber hier. Gibt es da Beeinflussung oder Diskussionen, Kommunikationsdrähte? Also nicht mehr. Wir hatten mal, und zwar war das Prof Lü, zusammen auch mit der TU, das nannte sich dann Starting. Da hatten wir mit der Wirtschaftsbehörde zusammen in Hamburg ein Programm ins Leben gerufen, wo wir dann Bauingenieure zu Statikern für den Flugzeugbau umgeschult haben. In einem Jahr war das. Und ein Semester sogar noch. Ein Semester, ja genau, richtig. Und da hatten wir dann, ich glaube 50 Kandidaten waren das, wovon Airbus dann 20 bekommen hatte und dann halt die ganzen Zulieferer und so weiter für die Luftfahrtindustrie haben dann natürlich da auch partizipiert, indem sie dann aus diesem Pool schöpfen konnten. Nur jetzt in näherer Gegenwart war da leider weniger. Das war aber, wenn ich das ergänzen darf, das war sehr konkret genau nur für die Luftfahrt, also für den Luftfahrtstandort Hamburg, so hieß diese Initiative des Senats, um dort einfach nochmal den Bedarf, der dringend gedeckt werden musste, weil da echt der Knick war, ging um die A380 damals, um den zu decken, wurde es reines Airbus-Programm, was da abgelaufen ist, aber nicht zum Schaden. Das war auch wirklich nur ein Semester, was auch von Airbus bezahlt wurde, die Profs wurden bezahlt und so weiter, die Praktikas hinterher wurden sichergestellt, dass die bei uns angefangen sind. Das ist aber nicht das, worüber wir beide eben gesprochen haben. Das ist eine Einflussnahme für ein Semester, halte ich irgendwie für völlig legitim, wenn man sich das zukauft. Ja, halte ich auch für legitim. Das, was Sie ansprechen, finde ich absolut richtig, wenn man sich amerikanische Universitäten anguckt. Auch Berkeley als staatliche Universität, wo nur noch 10% aus dem Haushalt bezahlt werden. Alles andere ist Industrieforschung. Das ist klar, also da kann man nicht von unabhängiger Forschung sprechen. Wenn man eine kritische Position zur Gesellschaft einnehmen will, und da muss eine Hochschule vielleicht auch immer so ein bisschen so einen kritisch-konstruktiven Blick drauf haben, dann ist es schon gut, unabhängig zu sein. Aber ich glaube, Herr Kasper hat sich schon ganz lange gemeldet. Ja, aber ich will jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen zurück. Ich will einfach mal das an ein bisschen anderes Thema anschneiden. Und mir ist, als Sie über Ihre Prüfungen geredet haben, ist mir nochmal was aufgegangen. Und zwar, eigentlich die meisten Studenten sagen, ich lerne für die Prüfung. Das ist natürlich völliger Unsinn. Eigentlich sollte kein Mensch für die Prüfung lernen, sondern halt vielleicht für seinen Abschluss, aber selbst dafür noch nicht mal, sondern für eine Qualifikation. Ne? Also um eine Qualifikation zu erlangen. Und also leider machen Sie nicht so gerne als Studentenprüfung und wir eigentlich auch nicht so gerne. Also zumindest ist es absolut nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist natürlich so, eigentlich ist Prüfung Unsinn. Aber wir müssen irgendwie ja gewissermaßen die Qualifikation feststellen. Und das machen wir nun leider Gottes über dieses blöde Vehikel dieser Prüfung. Weil wir es nicht uns leisten können, wie irgendwie im Mittelalter in der Klosterschule, dass man nun jemand begleitet und sagt, so, jetzt bist du reif für die Welt, geh
hinfort. Ja? Das funktioniert bei uns nicht mehr mit 400 Studenten oder sowas. Da kann ich den Einzelnen nicht in dem Sinne beurteilen, sondern das funktioniert dann über eine Prüfung. Und natürlich ist das eigentlich Unsinn. Und eigentlich, meiner Meinung nach, sollten wir was tun, zumindest um weniger zu prüfen. Und vielleicht ein bisschen größere Pakete zu schnüren, das hören auch die Studenten nicht immer gerne. Ich verstehe es nicht, warum, aber vielleicht gibt es dazu noch ein paar andere Meinungen. Ja, ja, ich kann da mal was zu sagen. Und zwar diskutiert man das natürlich auch unter Studenten viel. Und man stellt eben fest, dass es diesen Unterschied gibt. Man sagt immer, wir lernen für Prüfungen. Wir lernen nicht für Prüfungen, wir trainieren für Prüfungen. Also man setzt sich, zumindest war es bei mir so, dann diese 2,5 Monate Prüfungszeitraum, setzt man sich dann von morgens, weiß ich nicht, 7:30, damit man noch einen Sitzplatz kriegt irgendwo hier auf dem Campus, bis abends, bis man den Griffel nicht mehr halten kann, so 9, 10, teilweise 10:30, wenn es halt knapp wird zwischen den Prüfungen, setzt man sich dann halt hin und paukt es rein. Denn in vielen Prüfungen kommt es eben nicht darauf an, dass man das verstanden hat, was man lernen soll, sondern es kommt darauf an, dass man besonders gut Matrizen mit Vektoren multiplizieren kann, wie das in Mechanik 3 heißt das mittlerweile, glaube ich, der Fall ist. Wenn man irgendwelche Bewegungsvektoren-Matrizen dann vor sich hat, die man verzweifelt innerhalb von 90 Minuten dann, weiß ich nicht, irgendwie aufgestellt hat. Oder wir haben besonders schnell irgendwelche Gleichungssysteme dann noch eben schnell löst. Und wenn man das eben, das muss man trainieren, das lernt man nicht. Das ist nicht das Verständnis, was abgefragt wird, sondern es wird abgefragt, hast du trainiert mit richtigen Vorzeichen, diese Sachen miteinander zu verwursteln? Nein, schade. Und das, deswegen bin ich eben, ich weiß, das Konstruktionsprojekt ist sehr umstritten an der Uni. Es ist sehr, sehr viel Aufwand. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das in dem Detail wirklich so nötig ist, wie es gemacht wird. Man könnte es sicherlich etwas abspecken und die Leute würden noch genauso viel lernen. Aber das ist eben etwas, wenn ich mich mit Maschinenbauern unterhalte, die sagen, da habe ich was gelernt. Ich kann mich jetzt hinsetzen, ich verstehe jetzt technische Zeichnungen. Ich weiß jetzt, wie so ein Getriebe irgendwie, wie ich das alles hinkriege, wie das alles zusammengehört. Und wenn man sich eben, sowas hat noch kein Mensch von Mechanik an dieser Uni gesagt. Das hat auch noch, ich glaube, Elektrotechnik ist leider so ähnlich. Ich meine, wir hatten als GSer das Glück, dass wir damals den Workshop hatten, wo wir es noch so ein bisschen ausprobieren und frickeln konnten. Aber es ist eben, man lernt herzlich wenig dafür, dass es so viel Aufwand ist und dafür, dass die Leute da so viel Zeit reinstecken und so viele Leute deswegen rausgeprüft werden, Panikzustände und Nervenzusammenbrüche kriegen, dafür lernt man in Mechanik herzlich wenig. Ich habe Mechanik verstanden, als ich ein Jahr später Baustart-Tutorin geworden bin. Da habe ich Mechanik dann verstanden. Mittlerweile könnte ich wahrscheinlich auch eine 1, schreiben in Mechanik. Damals eher nicht. Also ich habe eben den kleinen Mechanik-Dings gehabt. Ich habe Mechanik 2 damals geschrieben, habe glorreich mit einer 3,3 als einzige bestanden. Und die anderen Leute waren eben nicht dumm. Die haben Mechanik auch weitgehend verstanden, aber die konnten dann eben die Matrize und den Vektor nicht so gut multiplizieren wie ich. Und das, ich saß dann da und hatte 2 Vektoren, die ich wählen konnte und dachte mir, ene mene Mist. Und ich hatte dann das Glück, dass ich den richtigen gewählt habe. Und eine Freundin von mir hatte leider den falschen gewählt. Und ich meine, das ist halt keine, das ist kein Lernen. Das ist, hilft nichts. Wer möchte dazu? Bildungseinrichtungen funktionieren ja häufig so, dass man damit startet, dass man sagt, man nimmt erstmal ein Paket von Inhalten, dann definiert man zu diesen Inhalten ein Paket von Lernprozessen und dann definiert man zu diesen Inhalten und Lernprozessen ein Paket von Prüfungen. Fertig. Und dann kommt ein großer Schnitt und dann kommt die Praxis und dann stellt man fest, oh, das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was man hinterher braucht. Das Bildungssystem funktioniert in sich geschlossen. Schon vernünftig irgendwie, Inhalte und Lernprozesse und Prüfung, aber das hat nichts mit dem Outcome zu tun, was dann hinterher gebraucht wird, oder häufig nicht. Deswegen macht es eigentlich Sinn, dass man zunächst mal guckt, was ist eigentlich der Outcome, also was sollte man eigentlich können hinterher, aus diesem Outcome ableitet, was sind eigentlich die Inhalte, um die es geht, und jetzt, das nennt sich Constructive Alignment, also eine sinnvolle Anordnung dieser Dinge, dass man definiert, was sind die Ziele, und das sind jetzt die Kompetenzen, also nicht mehr nur Inhalte, sondern die Kompetenzen, was muss jemand können und wissen, um erfolgreich agieren zu können.
Wenn man das definiert hat, kann man dazu sagen, was ist ein Lernprozess? Der ideale